Okay, bitteschön. Also, guten Tag, ich vertrete Marco Hugendobel, der leider nicht hier sein kann, und erzähle etwas über Kugis Server und das Gegenstück, den Kugis Web Client. Wir sind eine Firma in der Schweiz, die Entwicklung macht und Anwendung mit Open Source GIS Komponenten, sind sehr aktiv im Kugis Bereich, aber auch bei anderen Open Source Komponenten, die wir verwenden und dann meistens auch Contributions machen. Kugis Server ist, was ist das? Das ist in erster Linie ein WMS-Server, WMS 1.3. Es ist konzipiert als CGI oder fast CGI-Modul für den Apache-Webserver, mit einem extra W. Und der Clou der ganzen Sache ist, dass ich mit Kugis Desktop Karten erstellen kann, das Projekt speichern kann und das mit dem Kugis Server dann publiziere. Ich habe die identische Darstellung, Symbolisierung wie auf dem Desktop, weil es ist dieselbe Library dahinter, aber es wird dann auf dem Server gerendert vom Kugis Server als Webserver. Das heißt, ich brauche keine Desktop-Installation, sondern nur dieses Modul. Ich habe Funktionen wie der integrierte PDF-Output, das heißt, alles, was Print-Templates, Kugis, Desktop kann ich auch auf der Serverseite. Ich habe alle kartografischen Darstellungsmöglichkeiten. Ich kann auch mit SLD symbolisieren und bereits gesagt, sehr einfach zu publizieren. Das heißt, ich lege das Kugis-Projektfile auf den Server. Natürlich gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, aber das ist die Hauptsache. Da ist die ganze Konfiguration drin, ein identischer Konfigurationsfile. So. Die Geschichte, es ist das schon älter, als man vielleicht erwarten würde. Das hat schon 2006 begonnen an der ETH Zürich. War das ein separates Projekt, da hat man mit Qt-Bibliotheken und auch mit Kugis-Anbindung begonnen, einen WMS-Server zu machen. Das wurde dann von einem zweiten EU-Projekt gefördert. Und dann 2010 kam ein großer Schritt. Da hat man nämlich von SLD umgestellt auf Kugis-Projektfiles. Also vorher konnte der einfach SLDs rendern als WMS mit den Kugis-Libraries. Aber seit 2010 kann er Kugis-Projektfiles als Input nehmen für das Rendering. Im gleichen Jahr kam es dann auch in den normalen Entwicklungsquellcode Zweig rein und wird jetzt eigentlich laufend weiterentwickelt. 2011 kamen Printing-Erweiterungen, Konfigurationsdialoge und mehr. Was kann ich konfigurieren im Desktop-Kugis? Also ich kann die Symbolisierung, wie man es kennt, Kugis machen. Und dann WMS-seitig konfigurieren kann ich Layer-Gruppen. Die werden aus der Layer-Organisation von Kugis genommen. Ich kann Attribute-Query-Einstellungen machen, ich kann Attribute verstecken, ich kann Attribute umbenennen und natürlich Layer ein-ausschalten mit Kugis-Desktop-Dialogen. Und die ganzen Print-Layouts sind sehr wichtig, das heißt, ich kann mit dem Print-Composer von Kugis die Print-Layouts gestalten. Das ist der Hauptdialog, der für den WMS-Server dazu kam mit der Einbindung. Also da kann ich die Metadaten im Capabilities ausfüllen, ich kann Koordinatensysteme und so weiter und einige weitere Einstellungen machen. Das heißt, das ist bei den normalen Project Properties oder Projekteinstellungen kann ich auch WMS-Server-Konfigurationen machen. Print-Templates habe ich angetönt, das sieht jetzt so im Webbrowser so aus, ich zeige es dann gerade live, dann sieht man es besser. Also der Clou ist einfach, dass dasselbe Drucktemplate auf der Webseite dann verwendet werden kann. WMS-Unterstützung, also ich habe WMS 1.3 und jetzt seit einiger Zeit auch WMS 1.1.1 Unterstützung. Die normalen Funktionen, Pflichtfunktionen, Capabilities, Map, Feature, Info, Legend, Graphic. Und dann gibt es einige Kugis-Server-spezifische Erweiterungen zum WMS-Standard.
Einige sind auch schon anderweitig verwendet, also der Map-Parameter, ich kann ein Map-File oder ein Cookies-Projekt mitgeben, also wie beim UMN Map-Server. Ich kann die DPIs konfigurieren, machen andere auch so. Was ich zusätzlich kann, ich kann beim GetFeatureInfo auch noch die Geometrie als WKT im Resultat liefern, dass ich kleinzeitig dann gerade ein Vektor-Rendering machen kann. Dann ist ein Zusatz der GetPrint-Request, der eben einfach ein PDF-Print aufruft. Und dann gibt es einen Filter-Parameter, einen Selection-Parameter, wo ich noch näher darauf eingehe, was die machen. Das Print-Capabilities sieht so aus, also im Get-Capabilities habe ich eine Erweiterung, wo ich die Print-Templates sehe. Wie die heißen, also ja, A4 hoch ist hier der Name. Und das A4 hoch ist der Name vom Print-Template und das kann ich dann im Web-Client auch entsprechend anzeigen. Und ein Request, WMS-Request, muss man nicht jetzt auswendig lernen, sieht dann so aus, dass ich die normalen WMS-Parameter habe, Service WMS, und dann habe ich den speziellen Request, getPrint, die Erweiterung, und dann nehme ich den Namen des Templates, übergebe ich DPI und dann kann ich noch weitere Texte übergeben, die dann eingesetzt werden und noch weitere Eigenschaften, Rotation, Skalierung. Also das ist aus WMS-Sicht der Aufruf für das Drucken. Filtern, da geht es eigentlich darum, dass ich eine Suchfunktion machen will, ohne direkt integriert in diesem WMS-Server als Erweiterung. Und da kann ich eigentlich einen normalen GetMap-Request machen. Aber ich gebe noch zusätzlich so Filteroperationen mit. Also Object-ID gleich 3 oder ich kann sagen, der Text gleich irgendwas. Und dann wird... GetMap ist, glaube ich, falsch, es wäre GetFeatureInfo. Also das Resultat sind dann die Features und die Bounding Box. Genau, das ist der GetFeatureInfo-Request. Also in den Unterlagen ist er richtig drin, in den gedruckten Unterlagen. Das heißt, ich kann hier eine einfache Suchfunktion machen, direkt ohne irgendwelchen weiteren serverseitigen Code, der einfach auf den Cookies-Layern eine Suche ausführt und die Resultate, die Features und die Bounding Box, damit kann ich dann im Web-Client die Darstellung machen. Jetzt kommt das, was zum GetMap gehört. Wenn ich so eine Suche mache, will ich auch eine Selektion machen. Also ich will den gefundenen Ausschnitt, die Parzelle oder irgendwas farblich hinterlegen. Das kann ich einerseits kleinseitig machen, häufig ist es eigentlich praktischer, wenn ich das gerade serverseitig mache. Und das ist der Selection-Parameter. Das ist jetzt mit GetMap und da kann ich sagen, welches ist jetzt die Nummer? Also da übergebe ich direkt die IDs mit von den Features, die ich selektieren will. Das ist jetzt schon Zukunft. Ich probiere jetzt das gerade schnell zu zeigen. Oder ja, ich kann das schon anschneiden. Wie gesagt, Cookie Server wird laufend weiterentwickelt. Die aktuellen Entwicklungen von Cookies Desktop, die sind zum Teil auch sehr nützlich für den Server. Und was da zum Beispiel jetzt sehr interessant ist, ist das Rastery Sampling, das entwickelt wurde und dann in einer späteren Version drin ist. Da wird jetzt sind jetzt wirklich sehr ausgereifte Resampling-Algorithmen für Raster drin. Das war eigentlich so ein bisschen eine Schwäche von Cookies noch, dass einfach die Raster nicht schön dargestellt wurden. Dann gibt es Erweiterung im Rule-Based Renderer. Das ist auch sehr nützlich für den Cookie-Server. Und dann ganz frisch, also vorgestern sogar, wenn ich richtig informiert bin, kam ein WFS-Server, Server-Implementation rein, also nicht WFST, aber WFS, das heißt, dass Cookie-Server direkt auch WFS
Requests beantwortet. Und das auf alle Datenquellen, die Cookies auch unterstützt. Also das ist, da gibt es sehr spannende Entwicklungen. Die Installation ist sehr einfach. Also es gibt unter Linux ist es paketiert, unter Windows auch, unter Linux muss man das Paket, plus natürlich jetzt ein Apache-Modul, FCGI, und dann ist der Cookies Map Server bereits verfügbar. Also dann kann ich zu arbeiten beginnen, ich kann Map-Parameter übergeben und WMS-Requests machen. Und ja, da ist die Dokumentation dazu, wie man dann weitergeht. Und das heißt, ich kann einen beliebigen Client anhängen, der WMS unterstützt. Und jetzt auf die andere Seite, damit ich wirklich endlich mal was zeigen kann. Das Gegenstück, das jetzt hauptsächlich bis jetzt verwendet wird, ist der Cookies Web Client. Das ist ist natürlich eben einfach ein WMS-Client, aber halt Unterstützung für diese Cookies-Erweiterungen sind drin. Konfiguration wird direkt übernommen, ist klar. Was jetzt da speziell ist, er holt viele Informationen aus den Capabilities raus. Das heißt, ich muss nicht alle Layer im Client nochmals konfigurieren, sondern er holt den Get Capabilities und dann sieht er, okay, die Layer gibt es und stellt automatisch die Karte entsprechend dar. Und dann gibt es schon noch einige zusätzliche Konfigurationen per URL-Parameter oder im JavaScript-Konfigurationsfile. Der ist auch auf GitHub, kann erweitert werden. Es gibt unterdessen auch andere Cookies, Web-Clients oder einen, der darauf spezialisiert ist. Und wie gesagt, kann man beliebige Web-Clients einsetzen. Und jetzt, statt die Features hier auf den Folien durchzugehen, probiere ich das wirklich jetzt schnell live. Sieht man's? Okay. Ich nehme jetzt gerade die erste beste Karte. Also so sieht dann der Client aus. Und das ist jetzt reiner WMS, ohne irgendwelchen Tiling oder irgendwas, sondern es ist jetzt einfach live aufbereitet. Eine ansehnliche Datenmenge der Stadt Uster. Ich muss jetzt sagen, das ist von Andreas Neumann gemacht, der vielleicht hier ist, und er ist auch der Hauptautor vom Cookies Web Client. Also er hat das für die Stadt Uster eigentlich entwickelt und als Open Source freigegeben. Auf der linken Seite sieht man den Layerbaum, 1:1 aus dem Cookies Layerbaum. Ich habe hier noch einfache Legende, die auch automatisch generiert wird. Was habe ich hier? Ja, das sieht schön aus. Das geht. Dann habe ich die üblichen Funktionen, die man kennt. Halt, was habe ich jetzt? Aha, Fullscreen, das wollte ich nicht. Geht es wieder irgendwo rein. Identify, also ich sage jetzt zuerst mal den speziellen Fall, das ist der Map-Tipps. Das ist auch ein Identify, aber da kann ich gerade rüberfahren über die Objekte, er macht ein Get-Feature-Info im Hintergrund und eben mit dieser Erweiterung kriegt er gerade die WKT-Geometrie, die er hier als Selektion darstellt. Ich habe jetzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich Objektidentifikation oberster Treffer. Ich kann auch alle Ebenen nehmen. Dann sollte mir auch noch unter dem Gebäude die Liegenschaft anzeigen. Also das ist die Mouse-Over-Funktion. Und analog gibt es da die klassische Identify. Wenn ich hier aufklicke, kriege ich hier gerade alle Attribute. Okay, und jetzt das Suchfunktion. Das ist jetzt dieser Client nutzt jetzt nicht die eingebaute Suchfunktion, die ich vor erwähnt habe, sondern er hat jetzt wirklich eine spezifische Suchfunktion geschrieben, wo ich auch Parzellen suchen kann.
Ja, irgend sowas. Keine Ahnung, was jetzt Sinn macht. Und dann kommt die das selektierte Grundstück jetzt in dem Fall, oder Gebäude. Dann das letzte, das Drucken. Ups, ja. Wenn ich jetzt in den Druckdialog reingehe, dann sehe ich hier dieses Fenster. Hier habe ich die Auswahl der Print-Templates aus dem Cookie-Server. Also A4 quer. Und kann, ja, wird es ein bisschen schneller gehen, wenn ich 50 dp mache. Ich kann dann das Teil schieben. Ich kann es noch rotieren. Hier mir was Spezielles will. Mache dann Drucken. Ah, jetzt kommt leider gar nicht Embedded PDF, sondern... Ja, und das Resultat ist das PDF entsprechend dem Drucktemplate, nämlich gedrehten Nordpfeil und den statischen Sachen, halt, die im Template drin sind. Gut, soweit die Funktionen. Mal schauen, was ich vergessen habe. Gut, messen habe ich es nicht gezeigt, aber es war klar. Vom Technischen her, der Webclient ist auf GeoExt aufgebaut, beinhaltet Open Layers als Viewer, ja, eben mit einigen Erweiterungen für Cookies. Ich glaube, das konnte ich jetzt alles gerade zeigen. Output drucken. So sieht es aus, haben gesehen. Suchfunktion ist jetzt eben hier speziell in Python implementiert. Wir haben auch, es gibt auch bereits andere produktive Anwendungen, wo wirklich die Cookies, die eingebaute Cookies-Funktion genutzt wird. Jetzt nächster Schritt, was Neues, Cookies Cloud. Jetzt geht es darum, ich habe meine Cookies-Karten und jetzt gibt es diesen Cookies-Server. Jetzt lag es auf der Hand, wir müssen einen Service machen, wo jeder seine Karten einfach veröffentlichen kann. Das heißt, wir haben einen Cookie-Server auf einen Cloud-Server raufgesetzt. Ich kann eine Karte kreieren, klicke ein Plugin für Cookies. Mit dem kann ich lokale Daten in ein gehostetes PostGIS exportieren und kriege als Resultat die veröffentlichte Karte mit dem Cookies-Viewer, wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch noch einen Mobile Viewer und natürlich auch den rohen WMS, wo ich dann irgendwas damit machen kann. Das Plugin, jetzt habe ich hier ein Cookies-Projekt, links unten sieht man jetzt das Plugin. Und das sagt mir jetzt zum Beispiel Load Data, das lädt mir alle lokalen Daten auf das PostGIS in der Cloud hoch. Und stellt das Projekt so um, dass ich es dann publizieren kann. Ja, und das ist jetzt quasi das Analoge im Webclient, was ich vorher im Cookies Desktop hatte. Das heißt, es ist wirklich sehr einfach, eine eigene Karte zu veröffentlichen. Man kriegt PostGIS-Instanzen. Alle Vektorlayer von Cookies werden unterstützt, werden aber in PostGIS importiert. Als Hintergrund kann ich zum Beispiel WMS, andere WMS benutzen oder ich kann mit dem OpenLayers-Plugin ein Google Map und so weiter als Hintergrund konfigurieren. Ich kann meinen eigenen Viewer bauen und der ganze Service ist gratis für öffentliche Karten und wird dann kommerzielle Konten haben für... sobald ich geschützte Karten machen oder sehr spezielle Viewer machen will. Das Ganze ist noch in einer privaten Beta-Phase und zwar ist der Grund jetzt eigentlich, dass vom DB-Provider SpatialDB, der stellt jetzt um auf PostGIS 2 und sobald diese Umstellung passiert ist, wird es eine öffentliche Beta geben, wo dann wirklich die Leute darauf los können und das ausprobieren können. Es gibt auch neue Wege, wirklich zusammenzuarbeiten. Das heißt, man kann eine gemeinsame PostGIS-DB gratis auf einem Cloud-Server haben, wo man dann halt jeder mit dem Desktop-Cookies seine Daten pflegen kann und füttern kann.
Also das ist ein Ausblick. Weitere Infos wie immer auf kugis.org. Dann ist das Ganze drauf auf der Live-DVD, die Sie gekriegt haben. Das heißt, da ist ein Kugis-Server drauf. Ist auch ein Viewer drauf, ein Web-Client. Ist jetzt nicht derselbe. Das ist ein bisschen ein älterer Web-Client, den wir mal gemacht haben. Und dann gibt es diverse Events noch dieses Jahr, auf die ich hinweisen will. Heute um 17:30 ist ein Kugis-Grass-User-Treffen. Das ist im Raum 201 im Gebäude 4. Das ist da, wo der Empfang ist. Dann findet nächstens das Hackfest in Lyon statt. Das ist hauptsächlich ein Entwicklertreffen, das zweimal jährlich stattfindet, wo sich so die Core-Entwickler treffen und an Kugis arbeiten. Aber da sind eigentlich alle Leute eingeladen. Man kann auch Dokumentation schreiben oder an eigenen Projekten arbeiten. Das findet man auf der Kugis-Wiki-Seite. Dann macht der Estri seine Veranstaltung am 31.05., wo sie ein bisschen mehr Details über Kugis und Kugis-Server erzählen. Und dann zu guter Letzt gibt es in der Schweiz jährlich ein Treffen, jetzt schon seit einigen Jahren. Und dieses Jahr ist es in Bern am 4. Juni. Da ist ein ganzer Tag mit Kugis-Informationen und am Nachmittag sind Workshops zu verschiedenen Kugis-Themen. Gut, das wär's von mir, danke.